Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Da hat die CDU-Fraktion also mal wieder ein vermeintliches Sicherheitsthema entdeckt und versucht, es auf ihre altbekannte Weise zu bearbeiten. Leider aber greifen sie auch mal wieder zu kurz, wenn sie die Probleme am Stern und den umliegenden Straßen in erster Linie als Sicherheitsproblem wahrnehmen, dem hauptsächlich mit verstärkter Polizeipräsenz beizukommen wäre. Dieser Schaufensterantrag, den Sie uns hier vorlegen, ist ja bekanntlich ein Überbleibsel des Oberbürgermeisterwahlkampfes, in dem die CDU uns hier förmlich überschwemmt hat, mit populistischen Anträgen, in denen immer nur von Kriminalitätsbekämpfung, Überwachung, Verboten und Vertreibung von Randgruppen die Rede war und nie von der Lösung sozialer Probleme unter Einbeziehung der betroffenen gesellschaftlichen Gruppen. Und so langsam sollten Sie die Lektion doch gelernt haben, dass jedes Mal, wenn Sie grell rechts aufblinken, um an das gefühlte Unsicherheitsempfinden der Menschen zu appellieren, andere noch eins draufsetzen und die Ernte einfahren. So war es so bei Ihrem famosen Kita-Weihnachtsantrag, das war letztendlich so bei Ihrem merkwürdigen Bratwurstaufstand und nun führen Sie ja das gleiche Theater in neuer Variation auf. Das grundlegende Problem, das wir in den Blick nehmen müssen, ist doch die Vernachlässigung und Fehlentwicklung des Übergangsbereichs zwischen Innenstadt und Nordstadt, die neben anderen, vor allem sozialen Problemen, eben in letzter Konsequenz auch ein Sicherheitsproblem hervorbringt. Haben Sie sich eigentlich schon mal die Mühe gemacht, sich mit den Menschen, die rund um den Stern leben und arbeiten, ernsthaft über Ihre Sorgen und Ihre Vorstellungen zu unterhalten? Ich fürchte nicht, denn sonst hätten Sie vermutlich nicht einen Antrag gestellt, der den Schwerpunkt so einseitiger Probleme der inneren Sicherheit und der Kriminalitätsbekämpfung legt. Wir begrüßen ja durchaus das im zweiten Teil des Antrags formulierte Anliegen, ein Entwicklungskonzept für das Gebiet der Unteren Königstraße und der umliegenden Straßen zu erarbeiten. Aber dieses lässt sich nun mal nicht eben schnell aus der Hüfte schießen, sondern bedarf eines umfassenden Prozesses der Bürgerbeteiligung und des Dialogs darüber, wie für die Menschen in diesem Quartier die Lebens- und Aufenthaltsqualität verbessert werden kann. Hierbei sind unbedingt die beiden betroffenen Ortsbeiräte Mitte und Nordholland mit einzubeziehen, sowie die Anwohnerinnen und örtlichen Gewerbetreibenden, die dort ansässigen Vereine, Initiativen und Institutionen. Hinzu kommt, dass ohne städtebauliche und verkehrspolitische Fantasie und die Bereitschaft, eine umfassende Umgestaltung dieses Gebiets vorzunehmen, sich keine qualitative Veränderung zum Besseren erreichen lässt. Wenn man das aber tatsächlich will, kann man den Stern nicht isoliert und erst recht nicht verkürzt nur als Kriminalitätsschwerpunkt. Hier setzt unser Vorschlag an, der eine Erweiterung der Fußgängerzone bis zum Holländischen Platz beinhaltet und darauf angelegt ist, den Bereich zwischen Hoppler, Stern und Altmarkt schrittweise zu einem belebten und für Anwohnerinnen, ÖPNV-Nutzerinnen, Fußgängerinnen und Geschäftsinhaberinnen attraktiven urbanen Raum hinzugestalten, der von der unmittelbaren Nähe zur Innenstadt, der Universität und der kulturellen Vielfalt der Vorderen Nordstadt profitiert. Dazu gehört auch der Umbau der Kurt-Schumacher Straße, der die Lebensqualität der Anwohnerinnen, die Nutzbarkeit für Radlerinnen und Fußgängerinnen und die Querbarkeit zwischen Altstadt und Pferdemarktquartier erheblich verbessern würde. Unser Ziel muss eine Modernisierung ohne Verdrängung der bestehenden Geschäfte und Mieterinnen sein. Wir werden, das wird Sie nicht überraschen, dem vorliegenden CDU-Antrag nicht zustimmen, weil er falsche Schwerpunkte setzt, viel zu kurz greift und wesentliche Aspekte ausblendet. Ein Antrag meiner Fraktion, der den Fokus auf eine umfassende Umgestaltung legt, wie eben skizziert, ist ja bereits im Geschäftsgang und wird hier demnächst zu diskutieren sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dann an der Debatte um die Erhöhung der Lebensqualität am Stern und dem umliegenden Altstadtquartier ebenso engagiert beteiligen würden, wie Sie jetzt über Sicherheitskonzepte diskutieren. Ein solcher Planungs- und Umsetzungsprozess mit breiter Bürger-, Anleger-, Initiativen- und Ortsbeiratsbeteiligung benötigt mehrere Jahre und sollte möglichst bald gestartet werden. Es ist doch einfach so, wie in zahlreichen Studien erwiesen, an Orten mit guter Lebens- und Aufenthaltsqualität erhöht die soziale Kontrolle das Sicherheitsgefühl und macht solche Orte für nicht legale Geschäfte unattraktiv. So und nicht anderswo wird ein Schuh daraus. Und wenn wir uns abseits ihrer Versuche, sich mit der Verengung auf Law and Order-Themen zu profilieren, auch mal fraktionsübergreifend auf Maßnahmen einigen können, die tatsächlich spürbare Verbesserungen zur Folge haben, dann können wir ein Beispiel dafür geben, wie Stadtentwicklung aufgehen kann, nämlich unter Einbeziehung der Betroffenen und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die einem lebenswerten, lebendigen und in der Konsequenz dann eben auch sicheren Quartier leben und arbeiten.